mal hier wieder ernten, damit da auch wieder was Neues wächst. Und ich würde jetzt mal versuchen... Oh, die wachsen aber schnell nach. Ich würde jetzt sogar mal versuchen, so einen Kohl aufs Feuer. Gucken, was passiert. Ob wir da was kochen können. So. Und kochen. Ja, dauert ein bisschen länger, glaube ich, als die Muscheln. Dann gucken wir mal, solange, was er hier noch möchte als Folge. Ah, Anja, ich nehme an, dass dir meine Spartesbeute, ich meine natürlich die Samen, dabei geholfen hat, das Gottesgewächs wieder gedeihen zu lassen. Das sieht aber noch nicht verändert aus, oder? Wir Grünfelder werden unseren Teil beitragen. Morgen werden wir auf den Feldern ackern und nachts ruhen wir. Ach, morgens. Morgens werden wir auf den Feldern ackern und nachts ruhen wir in unserem Schlafzimmer, um uns von einem harten Arbeitstag zu erholen. Was willst du tun, während du darauf wartest, dass die Kohlköpfe reif werden? Dürfte ich vorschlagen, dass du dieses reizende Schlafzimmer noch etwas reizender machst? Es braucht noch etwas traditionelle, grünfeldische Dekoration. Sei so lieb und runde es mit etwas Landwirtschaftswerkzeug und einem schönen Stapel Feuerholz ab. Ja, ich erwarte ein angemessenes Schlafzimmer. Ich habe gerade gedacht, der Kohlkopf ist so eine Art Marker, dass das ein Kohlfeld ist. Aber nein, der hat sich da etwas hin verirrt. Eigentlich müsste ich ja hier auch nochmal ein Schlafzimmer bauen. Denn unsere Rosi hat ja auch noch keine Unterkunft. Aber ich glaube, da hinten ist sowieso auch nochmal so ein Boden für ein Häuschen. Und vielleicht sagt sie das ja dann auch. Oh, guck mal, was da Leckeres draus geworden ist. Anja stellt zum ersten Mal gegrilltes Grünzeug her. Und jetzt gucken wir mal, wie viel uns das hilft. Der Kohl hat uns 10 gebracht. 20, also doppelt so viel. Dann kochen wir doch hier mal weiter. Und jetzt ist auch über unserem Kohl ein Kochtopf zu sehen. Oder war das vorhin schon? So, dann kochen wir mal noch einen nebenher. Und, im Dunkel der Nacht. Wenn die Sonne untergeht, kommen gefährliche Monster heraus. Bei Abenteuern im Dunkeln solltest du also vorsichtig sein. Leg dich schlafen, dann sind die Monster am nächsten Morgen wieder weg. Oh, ich glaube, ich mache uns hier noch so ein kleines Häuschen, also für mich quasi. Dann, kann ich nachts da schlafen gehen. Dazu brauche ich natürlich... Ich mache mal auch 2 Betten, weil unser Kumpane will vielleicht auch schlafen. Dann muss der nicht da auf dem Platz übernachten, wie beim letzten Mal. Und da sollen wir ja hier auch noch was bauen. Und das sollen wir bauen. Und dann brauchen wir noch ganz viele Holzpflöcke. Da. Und eine Haustür brauchen wir auch. Und ich hätte auch gern so eine rote Tür. Ach, die kann man unendlich herstellen? Hm. Ich hätte auch gern so eine Hobbit-Türe. So, und dann brauchen wir natürlich noch... Machen wir mal... 20 haben vorhin nicht gereicht. Machen wir hier 40 von. Ja. Flup, 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 flup. Und dann sind wir hier erstmal fertig. Ich mache jetzt aber erstmal mein Schlafzimmer, bevor... Ich hoffe nur, dass nachher nicht jemand kommt. Ich hätte gerne, dass du mir hier dies und jenes baust. Und dann darf ich mein Schlafzimmer wieder abbauen. Aber das könnte natürlich sehr gut sein. Es sei denn, ich baue mein Haus einfach ganz woanders hin. Ach, ist egal. Sonst baue ich es halt nachher wieder um. Wenn irgendjemand meckert. So, eine Türe. Die soll... sorry. Die soll hier hin. Und dann brauchen wir natürlich ganz viele Wände außenrum. Ich mache immer die rechte, statt der rechten die linke Maustaste. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, wie wir das hier machen, weil hier ist ja so Zaun noch. Wie war denn das früher mal gedacht? Ach. So, und das Olle hier, das will ich natürlich auch am liebsten weghaben. Jetzt habe ich nur die falschen Handschuhe an. So. Und das da oben. Das will ich auch weghaben.
So. Ich finde es ein bisschen schade, weil normal ist es ganz praktisch, wenn man nicht so ein Eck da hat, sondern einen freien Mauscursor. Damit kann man normalerweise, also so ähnlich wie in Minecraft, dann besser, oder in Portal Knights, besser bauen in die Richtung, in die man eigentlich wollte. Aha, es ist jetzt ein geschlossener Raum. Und jetzt brauche ich auch noch Betten. Du kannst. Was? Ich wollte die jetzt eigentlich woanders haben, aber okay, dann machen wir sie halt hier hin. Und dann brauchen wir jetzt auch noch ein Lichtlein. Ach, das mit dem Bauen, das muss ich noch. Oh, ein kleines, simples Schlafzimmer. Jetzt habe ich auch eins. Und, hallo, du musst da gar nicht auf dem Boden schlafen. Ah, der Herr da hinten hat auch noch kein Bett. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Ah, er hatte einen Gegner entdeckt. Das heißt, es wäre ganz gut, wenn ich noch ein bisschen mehr Betten baue. Also noch zwei Betten brauche ich mindestens. Oh, komm, ich helfe dir mal hier. Ich will auch ein bisschen XP. Der Geist ist weg. Oh, er sieht schon ziemlich verletzt aus. Ich glaube, der ist fast zu mächtig hier, der Geist, oder? Für uns. Oh je, oh je, oh je. Was passiert denn mit dem Guten, wenn er kein Leben mehr hat? Und der Geist, der scheint auch nicht sehr beeindruckt zu sein von dem, was wir hier machen. Ups, ja, Schnauz. Ja, komm. Du musst aber auch nicht aufstehen. Jetzt baue ich mal schnell noch zwei Betten. Bitte nicht sterben. Oh nein. So. Oh nein, nicht hinterherlaufen. Komm schnell, wir gehen jetzt hier. Also, du kriegst jetzt noch ein Bett. Am besten gleich unter den Poppes gelegt. Das geht aber wahrscheinlich gar nicht von hier. Weil, vielleicht von da oben? Das ist ein bisschen tricky. Mal gucken. Ah, jetzt bin ich wieder zu weit. Ich muss halt einfach schlafen, dann lässt er wahrscheinlich auch von den Monstern ab. So, oder? Oh, scheiße, ich wollte ihn nicht auf. Ich wollte ein Bett hinbauen. Oh nein. Kommt, legt euch schlafen und gebt Ruhe. Oh, ich krieg das. Ich mal gucken, ob ich das jemals reinkriege mit diesen blöden Betten. Beziehungsweise wie ich was baue, ohne es umzuhauen. Rein intuitiv. So, kommt schlafen. Ab ins Bett. Oh, ist ja schlimm. Aber Übung macht den Meister. Irgendwann werde ich schon hinkriegen. Ach, endlich Ruhe. So, oh, und die gut geschlafen haben und in der Nacht nicht gestört wurden, die haben ja Herzchen hinterlassen. Die anderen natürlich nicht, weil die hatten eine etwas anstrengendere Nacht. Ernten wir ja, die sind noch nicht reif. Ich wollte es gerade ernten, dachte über Nacht. Passt das schon. Dann holen wir mal hier noch unser Essen ab. Und kochen gleich nochmal eins. Irgendwann kann ich die ganze Steuerung im Schlaf, aber im Moment... Was kann ich hier eigentlich machen? Ah, aha. Die Sachen kennen wir schon. Und dann gibt es hier ein prächtiges Paddel. Ein schöner Schläger für Federball und andere spaßige Spiele. Angriff plus 4. Haut Bösewichte weg. Hm. Das ist also eher was zur Gaudi. Aber ich denke mal, hier können wir irgendwann mal, wenn wir Erz haben... Ich erwarte ein angemessenes Schlafzimmer. Dieses Schlafzimmer braucht noch einen Satz Landwirtschaftswerkzeuge und einen ordentlichen Stapel Feuerholz. Ach ja, stimmt. Das muss ich ja noch einbauen. Hergestellt habe ich es ja schon. Komm mal das mal hier in die Ecke. Zack. Und das gleich daneben. Also, mal gucken. Eigentlich wäre jetzt... Warte mal, wir machen das anders.
Ich möchte das hier haben. Oh, und den Stapel hier. Ich glaube, das macht sich etwas besser. Geh mal weg. Ich möchte hier was hinstellen. Hä? Wieso will der das immer da dahin bauen? Und nicht hier da. Ich will das daneben haben. Ah ja, okay, mach doch. Kleines Bauernschlafzimmer. Ah ja, okay. Oh, oh, und ganz, ganz viele Herzchen. Sehr schön. Und sie freuen sich alle. Gute Arbeit. Also Bauern wollen gern Werkzeug und Holz in ihrem Schlafzimmer haben, damit sie sich wohlfühlen. Ah, so ist's besser. Der Duft von Feuerholz, der rustikale Charme von landwirtschaftlichen Werkzeugen, das war wirklich eine gute Idee, wenn ich das so sagen darf. Du hast sicher schon bemerkt, dass das Schlafzimmer ein Bauernschlafzimmer geworden ist. Wenn du nur ein paar Sachen hinstellst, kannst du einen Raum völlig verändern. In so einzigartigen und interessanten Räumen sind die Leute viel zufriedener als in eintönigen, zweckmäßigen Zellen. Sie werden vor Dankbarkeit geradezu platzen, wenn du weißt, was ich meine. Anja, dieses neue Schlafzimmer ist unglaublich. Wir sind einen Schritt näher am Wiederaufbau des Grünfeld-Bauernhofs dran. In der Tat, meine Liebe, unsere nächste Priorität muss gesunde Erde sein. Wir können keinen Bauernhof um ein paar mickrige Fleckchen brauchbarer Erde bauen, um einen, ja. Ich habe von einem merkwürdigen Stamm gehört, der früher hier gelebt und verdorbene Erde in saubere, fruchtbare Erde verwandelt haben soll. Aber ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Aber darüber können wir später noch nachdenken. Fürs Erste hast du dir eine Belohnung verdient. Etwas mehr von meines Bartes Beute. Oh, hat er mal wieder seinen Bart gekämmt? Aber es werden immer weniger. Vorhin waren es 3, jetzt sind es nur noch 2. Aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist, also setzen wir die 2 gleich dazu. Ja, sehr schön. Ah, ah. So, und da noch 1. Aber die Kohlköpfe wachsen jetzt ein bisschen langsamer als die anderen, oder kommt mir das nur so vor? So, dann könnte ich ja eigentlich dieses Schlafzimmer auch noch verschönern, damit dann auch das dritte Bett Zufriedenheit bietet für die Einwohner. Ich wollte eigentlich... Ach, ich bin hier im Falschen. So. Kochen bitte. Und dann machen wir jetzt nochmal ein sowas. Und für das Werkzeug fehlt uns noch was. Da fehlt uns Stein. Mal also noch irgendwo ein bisschen Stein. Da liegt einer. Wechseln. So, jetzt. Gucken, jetzt müsste es reichen. Yep. Dann machen wir das doch bei uns auch. Dann ist vielleicht die Rosi oder wer bei uns schläft, dann auch glücklich. Hier machen wir das ein bisschen anders. Hier machen wir das. Den machen wir hier hin. Und die machen wir da hin. Oh. Ich werde es nie lernen. Kleines Bauernhof Schlafzimmer. Und wieder nichts drauf dazu. Mein Finger reagiert, bevor ich nachdenken kann. Das ist das Schlimme. Wir sollten uns an diesen Aufgaben versuchen. Wenigstens erfahren wir dadurch, wie wir die Pflanzenwelt... Aber das sagt er jetzt random, weil ich ihn statt der Türe angeklickt habe. Wir haben inzwischen aber auch... Oh, unser Kohl ist fertig. Wir haben inzwischen auch eine neue Quest. Oh, da freuen sie sich immer, wenn es neue Ernte gibt. So rum bitte. So. Was ist denn unser frisch angesäter Kohl? Der ist nämlich genauso schnell fertig geworden wie die anderen auch. Vielleicht weiß sie ja etwas über diesen Stamm. Der Pastor ist seltsam. Ich komme nicht ganz hinter seinen Standpunkt, aber wenigstens hat er das Gottesgewächs nicht zerstört. Jetzt müssen wir es nur irgendwie schaffen, viel Weizen anzubauen und 50 Felder Erde zu pflügen. Naja, was den Weizen angeht... Im Osten gab es früher eine kleine Mühlenstadt. Mittlerweile stehen dort nur Ruinen, aber vielleicht liegen dort noch Weizensamen versteckt. Ich habe auf deiner Karte markiert, wo du die Ruinen finden kannst. Bitte geh und bring uns ein paar Weizensamen, Anja.
Deiner Karte wurde ein neuer Ort hinzugefügt. Okay, das ist ja gut, wenn wir das dann wissen. Mal gucken, in welcher Richtung, ob man das von hier sieht. Da unten. Ganz im Süden. Da. Oder ist das was anderes? Nein, hier. Guck mal. Oh, wie riesig. Das ist richtig groß dann. Zur Mühlenstadt. Okay. Das heißt, wir müssen dann eher so in diese Richtung. Aber hier unten, da würde ich gern auch nochmal hingehen. Da scheint man auch irgendwas bauen zu können oder so. So, gleich mal schauen. Er hat da seine Mission. Und da hinten... Na, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier mal noch zu, damit ich hier... Jetzt gibt es wahrscheinlich nur lila Blöcke und nicht eben so schön mit grün drauf, glaube ich. Ja. Aber da kann ich da besser rüberlaufen. Ich mag so Lücken nicht so gerne. Denn ich möchte gerne mein Essen einsammeln und ein neues aufsetzen. So. Also. Jetzt ist es aber auch schon wieder Mittag. Deswegen laufe ich jetzt erstmal. Jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Jetzt auch so Löcher. Die mache ich ja auch normalerweise immer ganz gerne zu. Ich glaube, wir holen jetzt noch die Steine. Oh, wo kommt denn die Schnecke gerade her? War doch vorhin keine. Fette Schnecke. Ich hoffe, dass ich auch später mal noch ein bisschen andere Waffen benutzen kann und nicht nur diesen Knüppel da. Aber ich denke mal schon. Was machst du da hinten? Da gibt es da noch was? Ach, der erntet. Der macht das gleiche wie ich, nur woanders, oder? Also, wenn ich jetzt hier die Löcher stopfe. Vielleicht wächst ja dann irgendwann mal auch was drüber. Vor allem, wenn mein Baum dann schön gedeiht, macht er das vielleicht alles wieder zu schöner Wiese. Das, die Hoffnung habe ich. So, dann haben wir hier nämlich nicht so komische Löcher. Es ist zwar dann nicht grün, aber man muss wenigstens nicht immer hoch und runter. Aber ich mache die jetzt nicht alle zu. Oh, jetzt auch so... Oh, die sind wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, oder? Diese Tropfen hier. Was geben die denn? Ja, die brauchen auch ein bisschen länger, weil die ja so schöne Panzer haben. Ah, lass mich mal... So. Beziehungsweise lass ihn mal ran. Oh, eine schöne Seeschleimschale habe ich jetzt gefunden. Die brauchen wir bestimmt auch bald. Okay, wenn er zuhaut, dann ist das sehr viel effektiver, als wenn ich da... Aber so ein bisschen Hilfe schadet ja auch nichts. So. Aber ich wollte jetzt eigentlich zu dieser Stelle, wo das Fragezeichen war. Wo war denn das? Hm, auf alle Fälle nicht... Genau. Ach, hier sieht man sogar die Gegner auf der Karte, sehe ich gerade. Ist ja auch praktisch. Ich gucke jetzt genau zu dem Fragezeichen. Das ist da bei den Bergen. Okay, dann gucken wir mal darüber. Vielleicht mal ohne die Schnecke mitzunehmen. Ich glaube, das wächst eh wieder nach. Das Zeug dann. Eigentlich sieht es auch hübsch aus. Oh, ja, guckt mal. Das ist irgendwie sowas wie eine alte Werkstatt oder so, oder? Untersuchen. Auf dem seltsamen Denkmal aus Stein ist eine Inschrift gehauen. Willst du sie lesen? Ja. Ich hinterlasse diese Rätsel als Herausforderung für jeden jungen Erbauer, der sie findet. Mögen sie dir auf deinem Weg zum Meistererbauer helfen? Verwende deinen Verstand und deine Baufähigkeiten, um sie zu lösen. Du sollst sowohl mit Schätzen als auch mit neuen Kräften belohnt werden. Die Inschrift endet hier. Wer auch immer das geschrieben hat, scheint ziemlich viel von sich zu halten.
Naja, wie auch immer. Wir können uns ja daran versuchen und sehen, was passiert. Das heißt, ich soll hier irgendwas bauen? Oder irgendwas rausfinden? Ich könnte natürlich jetzt diese Blöcke alle so hoch machen. Ah ja, genau. Ich kann diesen Block hier nehmen. Und der kommt nämlich da drauf. Denke ich mal. Da. Muss nur hinkommen. Da. Moment. Da muss ich erstmal was reinstopfen. So, dass ich es nachher auch wieder rauskriege. Ja, so geht auch. So, und jetzt nehme ich mal dich da. So. So. Oh. Oh, ich muss nicht mal den Block wegmachen. Es scheint die richtige Lösung gewesen zu sein. Anja löst das Puzzle. Oh. Magst du nicht dieses blöde Viech da? Machst du das nur weg, wenn ich das auch angreife? Und wenn ich dem im Weg stehe, dann macht er nicht so viel Schaden. Das ist doof, deswegen muss ich immer so ein bisschen... Weil dann kommt er nicht richtig hin, glaube ich. So, mal gucken, was ich dafür bekomme. Bling, bling! Anja erhält eine Mini-Medaille. Du verdienst Mini-Medaillen, wenn du Rätsel löst. Wenn du viele sammelst, wartet eventuell eine nette Überraschung auf dich. Okay, dann bekomme ich hier keinen neuen Skill oder sowas, sondern nur eine Medaille. Okay, aber immerhin.